hören? Was ist das für eine Frage? Aber okay, ich zeig's euch in einem kleinen Video. Servus Leute, willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem März. Ja, ich habe neulich ein kleines wenig, so ein bisschen gestöbert wieder. Und da ist mir dieses kleine Büchlein von Christian Krumm, Traumschrott, so begegnet. Ich lese euch das mal ganz kurz vor. Begleiten Sie Christian Krumm auf einer fantastischen Reise in das Reich der unerfüllten Träume, die irgendwo jenseits von Raum und Zeit in irgendeiner Welt, vielleicht im Seltenreich, als Traumschrott enden. Viele von diesen Träumen sind es wert, sich noch einmal ins Bewusstsein zu holen, sie zu prüfen, um sie letztendlich als das anzusehen, was sie sind. Traumschrott. In 12 Kurzgeschichten begleiten wir verschiedene Protagonisten, die einen verborgenen Teil in uns widerspiegeln, uns in andere Welten führen oder uns einfach dazu animieren, innezuhalten und nachzudenken. Ja, das sind, glaube ich, ein paar richtig interessante kleine Geschichten drinnen. Und irgendwie, ich wollte mal wieder ein Büchlein haben, in dem man so kleine, kurze, coole Stories findet, lesen kann. Und da kam mir das, ehrlich gesagt, genau recht. So, ne? Hat 9,95 gekostet. Ist zwar nicht jetzt das fetteste Teil, hat aber trotzdem 178 Seiten. Und ja, wenn man mal sowas sucht, kann man auch sowas mal zahlen. Das ist dann schon in Ordnung. Das ist mein erstes. Und dann habe ich mir 2 E-Books geholt, und zwar als allererstes, vielleicht sieht man es hier oder ich blende es hier noch mal ein, und zwar ist es von Siegfried Lange, Leide. Das ist Thriller, und was mich dazu bewogen hat, mir den zu holen, ist, dass mir gesagt wurde, der ist irgendwie am Anfang recht witzig, und dann war ich neugierig und dachte mir, ach, das ist mal was anderes. Irgendwie muss, und ich wollte mal wieder einen Thriller da haben, weil manchmal braucht man mal zwischendurch einen Thriller, und dann ist es gut, wenn man einen zur Hand hat. Ja, das ist so, dazu gibt es einen zweiten Teil, das ist der zweite Teil, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ist auch von, natürlich, Siegfried Lange, Berlin Ripper heißt der, hier kennt er bestimmt nichts, ich blende hier mal das Cover ein. Und ich war, wie gesagt, neugierig. Ich wollte mal wieder einen Thriller, und ja, nachdem der Siegfried Lange das erste Buch geschrieben hat, und da gibt es eine Fortsetzung, und ihr wisst ja, ich lese gerne rein, und wenn es dann eben ein Thriller ist und eine Thriller-Reihe, dann dann soll es halt so sein, ne?
Ja, als nächstes muss ich sagen, ich habe ja vor kurzem ein Video gemacht, und zwar über die Legenden der Schattenjägerakademie, über das neueste Buch von Cassandra Clare, das, glaube ich, am 1. Mai erscheint. Und ja, warum man eben seine begonnenen Reihen denn doch zu Ende oder fertig lesen soll und abschließen soll. Tja, und da ist mir so aufgefallen, du hast doch bestimmt irgendwo noch irgendeine Reihe in deinen Regalen stehen, die du auch vergessen hast zu beenden, abzuschließen. Und da ist mir aufgefallen, oh ja, verdammt. Und dann auch noch echt tolle Reihe, die mir echt gut gefallen hat, als ich sie gelesen habe. Und die hat bisher 5 Teile. Ja, aber den 6. und glaub letzten Teil habe ich bisher einfach verbummelt. Keine Ahnung warum. Und zwar der magische Zirkel, die Versuchung. Das ist der 6. Teil aus dieser Reihe. Ja, von der Spiegel-Bestseller-Autorin Lisa J. Smith. Ja, das ist, wie gesagt, der Abschluss, glaube ich, dieser Reihe. Und ich habe das irgendwie total verbummelt, den zu lesen. Ja. Und ich hoffe, dass ich das jetzt auch bald mal lesen kann. Ich denke mal, vielleicht sogar noch den Monat. Ja, und wie gesagt, lest eure Reihen zu Ende. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.